Willkommen zum siebten Video bezüglich ACE in Pokémon Gelb. Heute geht es um etwas extrem Geniales, und zwar können wir jedes Pokémon, das wir wollen, in ein Shiny-Pokémon ändern. Und das natürlich zu 100%. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Abo oder ein Like da. Die Voraussetzung für diese geniale Option ist das WSM-Item. Ebenfalls muss die korrekte Pokébox aktiv sein. Alles dazu findet ihr oben in der Infobox oder in der Beschreibung. Für das ganze Setup brauchen wir nachfolgende Itemliste. An die erste Stelle setzen wir WSM. An der zweiten Stelle, das ist komplett egal, da könnt ihr hinsetzen, was ihr wollt. An der dritten Stelle brauchen wir 138 mal Donnerstein, danach 62 mal TM09, 119 mal TM34, 64 mal Aufwecker, 145 mal Trank, 79 mal KP Plus, 113 mal Pokéball und dann das TM01. Die Anzahl ist egal. Die ganze Itemliste findet ihr auch in der Beschreibung. Beachtet, wir verwandeln damit jedes Mal, wenn wir das WSM-Item benutzen, das erste Pokémon in unserer Poképarty in ein schimmerndes Pokémon. Natürlich sehen wir dies dann erst in der zweiten Generation, wenn wir es rübertauschen. Damit wir es gleich bei ein paar Pokémon sehen, habe ich hier WSM bei mehreren eingesetzt. Einfach das Pokémon jeweils tauschen und WSM benutzen. So, hier habe ich dann den Emulator gewechselt und auch die Aufnahmesoftware. Wenn wir die Pokémon nun tauschen, werdet ihr sehen, dass jedes Pokémon ein Shiny Pokémon ist. Und hier hätten wir unser erstes Shiny. Damit ist es uns möglich, ohne irgendeine Drittsoftware, nur mit dem Spiel alleine, alle gewünschten Pokémon in Shinies zu ändern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, einfach per Kommentar melden. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.